Jetzt an Bord ist Hans-Stefan Hintner von der Volkspartei. Frau Ministerin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, in der Pandemie gilt es ja, um jeden Arbeitsplatz zu kämpfen. Und umso schmerzlicher sind Betriebsschließungen wie bei Meyer-Mellenhof in Hirschwang oder MAN Steyr oder ATB in Leoben. Aber ein wesentlicher Faktor für einen Wirtschaftsstandort ist das politische Klima gegenüber den Unternehmern. Als Abgeordneter des Wahlkreises Baden-Mödling finde ich es daher erschreckend, wie in letzter Zeit eines der größten und erfolgreichsten Betriebe unserer Region, nämlich der Novomatic, von einigen Parlamentariern verunglimpft, ja sogar kriminalisiert wird. Ich halte es für einen Skandal, einen weltweit erfolgreichen Betrieb mit 3.500 Arbeitsplätzen in Österreich und mehr als 30.000 Beschäftigten weltweit untergriffig im Zuge des Ibiza-Untersuchungsausschusses anzupatzen. Eine SPÖ, die auf der einen Seite für Arbeitsplätze demonstrieren geht, sind anscheinend 3.500 Arbeitsplätze nichts wert, lieber Jan Greiner. Die ursprünglichen wirtschaftsliberalen Neos stehen dem Novomatic-Bashing ja in nichts nach und versuchen alles, um die Beschäftigten zu verunsichern, liebe Frau Stefanie Grisper. Und dann sage ich, wir können jeden Tag... Grisper, danke, danke. Frau Grisper. Und dann sage ich, wir können jeden Tag ein Kerzerl anzünden, dass sie nur in Gumpoldskirchen sind, nicht in China und nicht anderswo. Danke, Professor Johann Graf. Hans-Stefan Hintner von der ÖVP kritisiert die Oppositionsparteien, sie hätten den Glücksspielkonzern Novomatic im Untersuchungsausschuss untergriffig angepatzt.